Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute soll es mal um die Smart City Gera gehen. Gera ist ja eine ganz wunderbare Stadt hier in Ostthüringen. Wir hatten in der Vergangenheit zu DDR-Zeiten und auch davor waren wir richtig stark, wir waren wirtschaftlich stark, wir waren richtig toll. Damals war ich noch nicht hier, ganz klar. Aber so mit der Wende wurde alles ein bisschen schwieriger, jede Menge Arbeitsplätze sind weggefallen und dann hatten wir jetzt irgendwann auch noch das insolvente Stadtwerk. Darüber habe ich auch schon mal in einem anderen Video gesprochen. Also es gab viele verschiedene Probleme. Aber jetzt geht es eben wieder richtig, richtig los. Wir haben im letzten Jahr einen großen, ja, Fördermitteltopf vom Bundesinnenministerium rund um die Smart City gewonnen. Und dementsprechend arbeiten wir gerade daran, daraus was richtig Schönes zu machen. Und ich möchte mal ein bisschen skizzieren, wie das eigentlich funktioniert und möchte natürlich auch jeden aufrufen, der hier in Gera oder Umgebung ist, da einfach mitzumachen. Denn unsere Arbeitsgruppen sind öffentlich. Da kann jeder mitmachen, da kann jeder seine eigenen Ideen einbringen, mitdiskutieren und auch ein bisschen mit einschätzen, was ist richtig gut für Gera und Umgebung im Sinne einer Smart City. Aber was ist erstmal eine Smart City? Nur ganz kurz gefasst. Es geht darum, dass wir das gesellschaftliche Miteinander, die Daseinsvorsorge, das Leben in der Stadt einfach weiterentwickeln, ins 21. Jahrhundert bringen, digitalisieren, intelligent vernetzen. Also hier irgendwie einfach technologische Weiterentwicklung in den Alltag integrieren und vor allem eben in das städtische Leben integrieren. Und genau dafür haben wir eben einen Fördermitteltopf vom Bundesinnenministerium gewonnen. Das funktioniert schlussendlich so, dass wir die ersten 2 Jahre jetzt Konzepte entwickeln für eben ein richtig umfassendes Projekt, also für verschiedene Sachen, die dann auch gemacht werden sollen. Und die nächsten 5 Jahre werden dann diese Projekte durchgeführt, also projektiert praktisch. Und das Spannende ist eben, dass das Ganze natürlich auch von der Stadt selbst, also von den Einwohnern und von wichtigen Playern, ja, schlussendlich entwickelt wurde und vorangetrieben wurde und der entsprechende Antrag natürlich auch hier von Gera geschrieben wurde. Maßgeblich initiiert von unserer dualen Hochschule und von der Wirtschaftsförderung. Wir haben dann zuerst Ideenfindungstreffen gemacht, wo auch ganz viele Leute ihre Ideen eingebracht haben. Das haben die Kollegen dann zusammengeschrieben. Und haben tatsächlich dann auch den Zuschlag vom Innenministerium bekommen. Und dementsprechend können wir jetzt tatsächlich loslegen, haben eine gewisse ja, Geldgröße, sollen wohl so in etwa 8 Millionen geplant sein für verschiedenste Ansätze und Projekte, mit in etwa 10% Eigenanteil von der Stadt Gera. Wir haben jetzt einen konsolidierten Haushalt, das geht also, denke ich, ganz gut. Und so werden wir tatsächlich jetzt über die nächsten Jahre die Stadt richtig neu aufbauen können, da tolle, fantastische Projekte für die Zukunft uns ausdenken und ansetzen können und dementsprechend auch was Tolles machen. Aber wie sieht es denn jetzt tatsächlich aus? Wir haben halt da so eine, ja, Organisationsstruktur, zum Beispiel mit so einem Strategiekreis, der schlussendlich das Ganze wirklich koordiniert. In diesem sitzen die Sprecher unserer verschiedenen Arbeitsgruppen und noch andere Leute. Aber die Arbeitsgruppen sind ja das Interessante, denn die Arbeitsgruppen entwickeln eben genau diese Ideen, entwickeln die Konzepte und legen das dann schlussendlich der Stadtpolitik, also dem Stadtrat und Co. vor. Und der muss es dann auch mal beschließen. Der wird es beschließen müssen, wenn wir das richtig gut machen und auch entsprechenden Druck aufbauen auf unsere Stadtpolitik. Ganz klar. Welche Arbeitsgruppen gibt es denn? Wir haben 5 an der Zahl. Ich selbst bin in der Arbeitsgruppe Energie und Umwelt, was sich natürlich auch logisch ergibt, weil ich hier Energiewirtschaft einfach mache. Da bin ich natürlich in der Energiearbeitsgruppe, ganz klar. Wir haben jetzt schon 4 Sitzungen hinter uns. Bald haben wir die 5. Arbeitsgruppensitzung. Einmal im Monat treffen wir uns und sprechen eben darüber, was wir hier energietechnisch, umwelttechnisch in der Stadt machen können. Spannend ist zum Beispiel, wir haben schon ein LoRaWAN-Netz. Wir haben schon Umweltsensoren und können hier tatsächlich schon sehr, sehr schnelle, greifbare nächste Projektchen mit Sensorik und LoRaWAN ansetzen, was super spannend ist, um da einfach auch einen gewissen Mehrwert, der auch greifbar ist für die Leute, zu entwickeln. Und sei es auch nur eine Lichtsteuerung oder was auch immer. Oder Parkplatzmanagement. Mal schauen. Da sind wir jetzt gerade dran und sammeln Ideen und werden dann demnächst da konkretere erste kleine Projektchen entwickeln und dann eben auch die große Strategie entwickeln. Weitere Arbeitsgruppen, die wir haben, ist zum Beispiel Stadtentwicklung und Verkehr, ganz klar. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Auch Parkraummanagement natürlich, aber allein auch Verkehrsführung und Stadtentwicklung. Also wie baut man die Stadt weiter? Wie baut man die Flächen, die jetzt bebaut werden sollen, halt wirklich sinnvoll, damit das auch attraktiv ist, damit sich hier vielleicht auch noch mehr Wirtschaft oder junge Leute ansiedeln können. Das ist aber auch ganz natürlich energieeffizient ist von unserer Warte aus. Wie kann man hier Quartierskonzepte ansetzen und so weiter. Wir haben eine Arbeitsgruppe Bildung, wo es natürlich darum geht, wie kann man jetzt Bildung auch wirklich weiterentwickeln. Wir haben die Duale Hochschule und wir haben eine SRH, Hochschule für Gesundheit.
Sind also gar nicht mal so schlecht aufgestellt und wollen da auch noch weiter wachsen und wachsen dabei auch noch weiter in Richtung der ja hochschulakademischen Seite. Und es gibt aber natürlich auch andere Ansätze, die wir hier verfolgen. Wir haben verschiedene Bildungsträger in der Stadt und müssen auch schauen, wie kann man jetzt eigentlich das Ganze wirklich greifbar digitalisieren und ansetzen. Und da sammeln wir ja auch tatsächlich gerade Erfahrung mit Online-Kursen und Ähnlichem für die Energiebranche. Also auch da sammeln wir hier hands-on erste Erfahrungen, wie man sowas ganz konkret und gut machen kann. Wir haben außerdem noch weitere Arbeitsgruppen, zum Beispiel ja, Bürgerbeteiligung natürlich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie kann man jetzt eigentlich die Leute auch richtig abholen und mitmachen lassen? Nicht nur, dass wir diese Arbeitsgruppen haben, sondern wie beteiligen wir das? Wie kriegen wir die Leute dazu, einfach mitzumachen? Zum Beispiel gibt es in diesem Jahr den Klimapavillon in Gera. Da werden wir als AG Energie natürlich auch mit sitzen und dort öffentlich unsere Sitzungen abhalten, wo jeder mal mitmachen kann und mitsprechen kann und mit zuhören kann. Und es muss aber auch weitergehen, ne? Also was sind allein die Marketinginstrumente, wie auch so ein Video gerade? Was sind aber auch die weiteren Möglichkeiten, um wirklich partizipieren zu lassen? Dafür gibt es diese Arbeitsgruppe und wir haben noch eine Arbeitsgruppe Wirtschaft, ist auch ganz klar. Wie kann man Startups hier weiter entwickeln lassen und sich ansiedeln lassen und gründen lassen? Ne? Oder wie können auch weitere Unternehmen sich hier in Gera wohlfühlen und weiter expandieren? Und so haben wir eben wirklich eine schicke Zusammenstellung von verschiedensten Arbeitsgruppen, die sich mit verschiedensten wichtigen Themen beschäftigen. Und so versuchen wir hier die konkreten Konzepte ja eben auch wirklich klug zusammenzuführen, auszudiskutieren, irgendwann in einer Vollversammlung nochmal schön zusammenzuführen oder wirklich die besten Ergebnisse zusammenzubringen. Und dann schreiben wir das alles in ein Konzept und dann wird das Ganze auch irgendwann mal beschlossen. Das Wichtige ist eben, diese Arbeitsgruppentreffen sind öffentlich, die sind kommuniziert. Geht dafür einfach mal auf smartcity.gera.de. Da ist ein Forum, da kann auch jeder mitmachen, jeder mitlesen und jeder mitschreiben und kann dann auch einfach schauen, wo ist der Termin, wann ist der Termin und dann geht man da einfach hin, kann man mitmachen. Kein Problem, ihr seid herzlich willkommen. Vor allem, wenn ihr aus Gera oder in Gera oder in der Umgebung seid, kommt einfach mal vorbei, macht da mit und dann können wir da auch was Fantastisches gemeinsam schaffen. Das ist also die Smart City Gera Initiative. Ich wollte noch ein bisschen zusammenfassen, worum es da einfach so geht. Wenn ihr Fragen dazu habt oder tolle Ideen, schreibt die mal unten in die Kommentare. Ansonsten liked das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.